Warnung! Dieses Let's Play beinhaltet einige Szenen, in denen brutale Gewalt und sehr viel Blut fließt. Bitte schaut nur weiter, wenn ihr diese Szenen auch tatsächlich verarbeiten könnt. Kapitel 8: Der Bauch der Bestie. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul! Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Caitlin, was soll ich tun? Ja, klar. Caitlin? Was soll ich tun? Oh, wow. Ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Nicht überzeugt? Du sagst, eine Frau hat geweint? Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story, es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Ich erschieß dich. Ach du Trottel. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Warum sollte ich das wissen? Ja. Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Du könntest ihn am Leben lassen, ja. Ernsthaft? Es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur, bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissene. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nick, Mann. Stopp! Oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier. Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze! Schön. Mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Mir wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil's von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Wie lange hast du noch? Eine Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen.
Bist du sicher mit dem Weg? Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Warst du schon mal dort? Hier stimmt was nicht. Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H, ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Hey, ich glaube nur nicht, dass hier irgendwer irgendwen wirklich kennt. Ich kenne Mr. H und er würde nie jemandem wehtun. Und ich weiß nun mal, dass er nicht so nett ist, wie du glaubst. Er will nur anderen helfen. Darum geht's im Camp doch. Und sonst nichts. Den Kids helfen. Ja, das glaube ich dir. Du weißt, was ich tun muss, oder? Ich weiß. Nur wenn er nicht mit sich reden lässt. Wenn es keinen anderen Weg gibt. Du gehst vor. Töte den weißen Wolf. Da ist es. Hackett House. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin, aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura. Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Uns läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rüber geben. Hab dich! Pass auf, und schwimm! So ein Scheiß! Alles okay? Laura? Es jagt das Blut, doch scheut das nass. Oh mein Gott, Laura! Ach du, heilige Scheiße! Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. Was hast du für große Augen? Ach, Scheiße! Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Vielleicht war das ja der sprichwörtliche Brunnen, von dem der Kerl vorhin gesprochen hatte. Wir machen erstmal kurz eine Extra-Runde. In der Hoffnung, vielleicht irgendwas hier zu entdecken. Sieht natürlich wie immer nicht danach aus. Wobei, das könnte vielleicht... Ja, das sieht gut aus. Sag mir bitte, es sind Patronen.
Schade. Das war wohl mal Teil des alten... Bergarbeiterbrotdose. Der Besitz eines Steinbrucharbeiters, den er in den Tunnel zurückließ. Die schriftliche Ankündigung einer Zwangsvollstreckung, die sich darin befindet, verrät, dass das in den 1930er Jahren passierte. Okay. Steinbruchs. Muss wohl. Gut, mehr denke ich mal. Ach, jetzt kommen wir hier wieder nicht rüber. Oh, ernsthaft? Leute, und ich kann nicht laufen. Ich muss den ganzen Weg doch wieder mit so einer wahnsinnigen Schneckengeschwindigkeit entlang gehen. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Oh, da ist noch was. Bestimmt noch von den Arbeitern. Nein. Och, wieso geht das immer mittendrin? Alte Steinbruchwerkzeuge. Diese verrosteten alten Werkzeuge sind Überbleibsel aus der Hochzeit der Mine. Okay. Der Hackets vor der Zwangsvollstreckung. Zur Hochzeit? Hier war seit Jahren niemand. Das hat sich aber nicht so angehört, als ob seit Jahren niemand da war. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay, ich denke mal, hier wird jetzt so großartig nichts mehr sein. Nee. Dann gehen wir mal direkt den kurzen Weg, nehme ich an. Ja. Da ist auch nichts? Nee. Na gut. Ich bin halt ein bisschen paranoid geworden, weil ich ja eigentlich alles einsammeln möchte, aber natürlich nicht weiß, wo alles ist. Das ist abgesperrt, da kommen wir eh nicht hin. Silence! Hast du das gehört? Nicht sie. Die Hexe. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Das macht sie schon die ganze Zeit und keiner hat's verstanden, Leute. Junge, geh mir aus dem Weg. Ich hab hier die Schrot in der Hand, ja? Wenn dich was anspringt, bist du kaputt. Scheiße. Okay, geh doch vor. Sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht. Was war das? Sah jetzt irgendwie aus, als ob die da runterstürzen wollte. Moment. Noch nicht weiterlaufen. Okay, da ist anscheinend nichts. Alles gut, geh weiter. Los, zack, zack. Teste mal, ob ich hier runterfalle oder nicht. Ist auch nichts. Jetzt sieh dir das an. Oh, Scheiße. So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Hör auf damit. Okay. Schneller. Ich hoffe, es wird gleich heller. Ich sehe hier gar nichts mehr. Hallo. Moment, da können wir rum, oder? Junge, bleibst du jetzt im Abstand von mir, weil ich dich fressen will, oder was? Komm mit, bei Fuß. Oh Mann, ist das hoch. Wow. Ich habe auch Höhenangst. Stell dich nicht so an. Da war was, da? Skalpell. Was meinst du, ob hier... Ja. Nee. Es könnte auch ein Gesicht sein, aber ich gehe davon aus, dass das ein Skalpell ist, obwohl da sind, glaube ich, Ohren drin.
Vernarbte Haut. Etwas wie die beschädigte oder vernarbte. Etwas, was wie beschädigte oder vernarbte Haut aussieht. So uns noch irgendetwas ist? Sieht so aus. Oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Ja. Beides irgendwie eine scheiß Zukunftsprognose. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ordentlich tief. Was haben wir da? Können wir das lesen? Komm, geh mal dahin. Oh. Wo ist Cave Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Ja, aber das kommt immer sehr flach bei ihm. Nicht einstürzen, bitte. Wir sind fast da. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? Was für eine Schublade? Okay. So habe ich das nicht gemeint. Ich komme schon seit Jahren her. Ich kenne diesen Ort. Er ist ein zweites Zuhause. Weißt du? Früher, zumindest. Und deine Freundin? Caitlin, sie heißt doch so. Sie scheint auf dich zu stehen. Ja, sie ist scharf auf mich. Und Dylan auch. Oh, du bist aber echt bescheiden. Ich sag's nicht, um anzugeben. Es ist halt so. Sie machen kein großes Geheimnis daraus. Und was ist mit dir? Wen magst du lieber? Weiß ich nicht. Ich mag beide. Du magst Dylan, das haben wir doch schon festgestellt. Hier lang, ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Du isst wohl eine Menge Spinat. Also, willst du zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel oder soll ich? Nein, nein, nimm es, nimm es. Oh, gut. Den einen konnten wir ja nicht nehmen, warum auch immer, wo wir dann ins Gebäude reingegangen sind. Das Rad des Schicksals, das Rad des Schicksals, ja. Letztlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium. Aber es belohnt jede, die wachsam sind. Ich kann heute nicht reden. Ich habe auch einen Frosch im Hals. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Moment, jetzt gucke ich aber wieder zurück, oder? Ich will in den Stollen. Ich will nicht nochmal zurücklaufen. Dann drehen die eine mal um. Hallo, sind hier irgendwo Wölfe drin? Bin die Wolfsjägerin. Sieht gut aus. Oh, nee, sieht nicht so gut aus. Ich drehe mich wieder um. Das ist wahrscheinlich nur Staub, aber es sieht aus, als ob hier lauter Spinnen rumlaufen. Hallo, das sind doch bestimmt... Nee, das ist keine Schrot, das hat bestimmt mit dem Nähen zu tun. Was war das denn hier? Das war ein Baum. Hier können wir auch nichts... Ja. Nicht zum Aufnehmen, zum Interagieren? Hallo? Ist das so prädestiniert dafür hier? Doch, da hinten links war was. Vorsicht. Splitter. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol. Von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut. Dann trink mal. Die Hackets waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Ich dachte immer, je länger der Alkohol reift, umso besser ist das. Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir?